Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Farbe per Mausklick. Schon bevor Sie den Pinsel schwingen, können Sie checken, wie sich die neue Farbe in Ihrer Wohnung macht. Auch Außenfassaden und Möbel lassen sich per Mausklick anstreichen. Ruhiges Wohnen. Stille in den eigenen vier Wänden. Möglichst ohne Lärm von außen und schon mal gar nicht von den Nachbarn. Wir zeigen Ihnen, wie der optimale Lärm- und Schallschutz aussieht, damit Sie zu Hause Ihre Ruhe haben. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Die Welt und unser Leben werden immer hektischer und unser letzter Rückzugsort ist meist das eigene Zuhause. Schlimm, wenn man dann aber von den Geräuschen aus dem Nebenzimmer oder den Schritten des Nachbarn über einem gestört wird. Aber es gibt Möglichkeiten, wie das Zuhause immer noch die Oase der Ruhe bleibt. Welche das genau sind, das zeigen wir Ihnen heute bei Bauen und Wohnen. Farben sind für das Wohlbefinden von uns Menschen von großer Bedeutung. Aber sind wir mal ehrlich, können wir uns vorstellen, wie ein Raum in Dunkelrot oder Limettengelb eigentlich wirkt? Eigentlich eher weniger. Und wenn wir dann den Pinsel nehmen, den Versuch starten, kann es sein, dass wir am Ende im Bett liegen und sagen, wow, das sieht echt nicht gut aus. Damit das erst gar nicht passiert, gibt es heute ein Computerprogramm, wo man sich alles im Voraus ganz entspannt anschauen kann. Ein Schlafzimmer, wie viele es haben, klassisch mit weißer Wand. Schick, aber oft auch ein bisschen langweilig. Wie wäre es denn mit Blau, Gelb, Rot, Grün? Wer sich das nicht gleich vorstellen kann, für den gibt es jetzt eine Lösung. Farbe per Mausklick. Aus Hunderten von Farben kann sich hier jeder sein Wunschzimmer zusammenstellen lassen. Wirkung vorab inklusive. Wie Sie ja auch jetzt gesehen haben, es ist sehr, sehr vieles möglich. Wir konnten Bodenbeläge verändern, wir konnten Tapeten, wir konnten die Möbel verändern. Sämtliche Farbtöne sind, was Sie im Raum haben, veränderbar. Und das Ganze geht nicht nur im Innen-, sondern auch im Außenbereich. Die Fassade des Hauses ist ein Blickfang. Entsprechend gut sollte die Farbe überlegt sein. Vor allem hier fällt es vielen schwer, sich vorzustellen, wie die Farbe wirkt und sich in die Umgebung einfügt. Beim Haus von Falk Heilig kommt dazu, dass sich zwei Parteien abstimmen und einig werden müssen. Puh, also eine ganz genaue Vorstellung habe ich eigentlich noch nicht, deswegen machen wir das ja mit dem Herrn Müller. Wir haben uns mit dem Hammer darauf geeinigt, dass wir das auch in Abstimmung machen, wie das Ganze hier aussieht, damit es irgendwie ein Gesamtbild gibt. Und deswegen haben wir mit Herrn Müller gesagt, er soll jetzt mal ein paar Vorschläge machen, dann tue ich mich mit dem Herrn Hammer zusammen und dann besprechen wir das und gucken, was rauskommt. Gemeinsam mit Robert Müller wird das Haus genau angeschaut und fotografiert. Die Vorgehensweise ist immer die gleiche. Das Erste ist natürlich, dass wir zuerst mal gute Fotos machen, die eine gute Qualität haben, dass wir nachher bei uns im Geschäft auch diese Markierungen machen können. Wir müssen dann jedes einzelne Element markieren, um dann die Fassade auch professionell zu gestalten. Das System funktioniert mit jedem Foto. Kunden können auch eigene Bilder vorbeibringen. Wichtig ist nur, dass der ganze Raum zu sehen und die Qualität der Bilder möglichst hochauflösend ist. In den Rechner eingespielt dauert es je nach Fassade oder Zimmer rund 3 Stunden Bearbeitungszeit, bis der Kunde sich die unterschiedlichen Designs anschauen kann. Ja, die Lösung finde ich jetzt grundsätzlich schon ganz gut. Also, dass man sich mal vorstellen kann, wie das großflächig aussieht. Und ich denke, ich nehme jetzt mal ein paar Entwürfe mit heim. Dann kann ich mir auch Gedanken darüber machen, wie man das Ganze will, kann mich mit dem Hammer abstimmen und dann finden wir schon die passende Farbe. Der Trend bei der Hausfassade geht nach Aussage des Experten übrigens zu Erdfarben. Im Innenbereich sind viele mutiger. Hier dürfen es vereinzelt auch mal knallige Farben sein. Der Sommer war in diesem Jahr wirklich noch nicht der beständigste, doch wenn die Sonne rauskam, hatte es schnell über 25 Grad. Und sind wir mal ehrlich, wir alle hatten dann eigentlich Lust auf den Pool im eigenen Garten, vor allem wenn man vom Nachbar aus schon die Plätschergeräusche gehört hat. Früher galt der Pool im eigenen Garten als Luxus, heute ist es ein Trend und immer mehr Menschen erfüllen sich diesen Traum. Wer bekommt hier nicht Lust, sofort in den Pool zu springen oder am Poolrand zu entspannen? Doch bevor Ihr Garten so aussieht, steht das an.
Grundsätzlich kann jeder einen Pool in seinen Garten bauen, vorausgesetzt die Fläche ist vorhanden. Sie brauchen aber kein Riesengrundstück. Worauf es ankommt, ist vielmehr eine gute Planung und die Analyse des eigenen Nutzungsverhaltens. Beckengröße sagen wir immer, lieber ein bisschen kleiner, dafür bessere Ausstattung. Da hat man mehr davon. Jetzt bei einer Gegenstromanlage zum Beispiel kann man noch, wenn man ein kleineres Becken hat, hat man die Möglichkeit logischerweise gegen den Strom anzuschwimmen, um sich auch sportlich im Becken zu betätigen. Zum Abkühlen im Sommer bei 35 Grad brauchen Sie keine 16 Meter Beckenlänge. Die brauchen Sie nicht, da reichen 8 oder 10 Meter. Experten empfehlen eine Schwimmbadgröße von 3x8 Metern für den Hausgebrauch. Erfahrungsgemäß halten sich Poolbesitzer zu 70-90% am Wasser und nur zu 10% im Wasser auf. Entscheidend ist das Gesamtkonzept, die Lage und die Gartengestaltung drumherum. Wir haben versucht, das natürlich möglichst zu optimieren, wie man an der Lage jetzt sehen könnte, wenn man die Sonne sehen würde. Dann würde man sehen, dass das die Südseite ist. Das heißt, die war eng begrenzt, war nur als Vorgartenzone ausgewiesen. Und dann haben wir uns zusammen mit den Architekten und mit dem Schwimmbadbau überlegt, wie kriegen wir das noch so rein optimiert, dass das auf der einen Seite noch genügend Sonne abkriegt. Soll ja auch vollständig zum großen Teil über die Solaranlage abgedeckt werden. Im Sinne regenerativer Energien. Und auf der anderen Seite für uns noch Nutzen darstellen, sodass auch die Grundstücksfläche mit allem in Summe optimal genutzt ist. Laut Landesbauordnung sind Wasserbecken bis 50 Kubikmeter in Baden-Württemberg nicht genehmigungspflichtig. Trotzdem sollte ein Einbau am besten immer angemeldet werden, alleine wegen der Nachbarn. Die Bauzeit beträgt bei einem Fertigbecken wie hier rund 6 Wochen ab Spatenstich. Wer betoniert, muss etwa 6 Monate warten, bis er baden kann. Für die Planung sollte man sich in jedem Fall ein halbes Jahr Zeit nehmen. Längst ist der Pool übrigens kein reines Luxusgut mehr. Experten erkennen einen Trend zum privaten Freibad. Ganz klares Thema, Finanzierungsangebote von den Banken. Die werben mit 0,0%. Dann kommt dazu, dass man gerade relativ viele, also bei uns in der Großregion Stuttgart, relativ viele haben die Häuser erben von Eltern, von Großeltern eventuell, die dann die Häuser umbauen, sich dann Architekten dazu holen und ein Gesamtkonzept entwickeln. Und da kommt dann relativ schnell, wenn ich den Platz und die Möglichkeiten habe im Garten, natürlich so eine Art Outdoor-Wohnzimmer zu machen, die am Pool stattfindet. Abhängig von Lage, Abdeckung, Badetemperatur und Energiequelle muss man mit 100 bis 200 Euro Unterhaltskosten pro Monat rechnen. Die Anschaffungskosten sind unterschiedlich und abhängig von der Ausstattung. 50.000 Euro sollten aber mindestens investiert werden, um am Ende Qualität und in etwa so ein Ergebnis zu haben. Wir alle wollen, dass unser Zuhause die Oase der Ruhe bleibt und Schall- und Lärmschutz spielen eine große Rolle, auch wenn wir gar nicht immer daran denken. Damit das Zuhause auch wirklich die Oase bleibt, gibt es viele Möglichkeiten. Welche genau, das zeigen wir Ihnen gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen, präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Wir alle sind fast tagtäglich rund um die Uhr von Geräuschen und auch Lärm umgeben. Umso wichtiger ist es, dass wir zu Hause einen Rückzugsort haben, wo wir auch die Ruhe genießen können. Welche Möglichkeiten es gibt, dass Ihr Zuhause immer noch die Oase ist, das sehen Sie jetzt. Normale Geräuschwerte liegen zwischen 45 und 55 Dezibel. Ab 80 Dezibel kann es gesundheitsschädlich werden und zwischen 110 und 130 Dezibel können langfristige Hörschäden auftreten. Das ist immerhin die Lautstärke eines Jets. Ohne den passenden Lärm- und Schallschutz kann das Wohnen und Leben schnell zum Albtraum werden. Der Trend geht immer weiter zur leichten Bauweise. Bedeutet, die Bauteile brauchen weniger Gewicht, Platz und sind günstiger. Hier haben wir eine Mischbauweise. Zum einen haben wir hier massive Bauteile, zum anderen haben wir auch leichte Bauteile, und die sich in ihrer Konstruktion und in ihrer Wirkungsweise wesentlich unterscheiden, aber letztlich auf das gleiche Ziel hinarbeiten, dass wir konstruktiven Schallschutz zwischen Räumen, zwischen Wohnungen, zwischen Arbeits- und Wohnbereichen erzielen können.
Der Schutz gegen Lärm fängt an der Außenfassade an. Hier kommen nach Massivwänden und Massivfenstern Holzfaserplatten zum Einsatz. Aufgrund ihrer hohen Rohdichte und der Faserstruktur eignen sie sich optimal zum Schutz. Denn so wird Lärm und Schall absorbiert. Im Innenraum geht es darum, eine Barriere zwischen den einzelnen Lebensbereichen und der Lärmquelle aufzubauen. Das schafft hier schallabsorbierende Wolle, die in Metallständer eingebaut ist. Ein Raum wird so vom anderen abgetrennt und weitgehend schall- und lärmdicht gemacht. Eine weitere Möglichkeit sind verspachtelte Rigipsplatten zur Schalldämpfung. Aus schalltechnischen Gründen müssen wir die erste Lage immer spachen. Da bekommen wir den Schalleffekt besser. Mit welchen Systemen und Bauteilen man sich gegen Lärm und Schall am besten schützt, muss man selbst entscheiden. Denn wie störend Lärm und Geräusche für einen wirklich sind, hängt vom persönlichen Empfinden ab. Die Vielfalt an Lösungen können so ganz individuell abgestimmt werden. Bei uns im Studio nun Ulrich Waldvogel. Herzlich willkommen. Guten Tag, aber auch noch. Herr Waldvogel, wenn man jetzt in dem Film sieht, da haben wir Schallschutz verwendet und Lärmschutz. Wie groß ist jetzt die Auswirkung, wenn ich sage, ich mache wenig rein oder gar nichts rein zu dem, was Sie jetzt gebaut haben? Wenn Sie unter akustischen Bedingungen bauen, brauchen Sie einen Absorber. Oder Sie brauchen Masse. Ja, im Leichtbau haben wir Mineralwolle und im Massivbau haben wir Beton. Und die Unterschiede sind eben entsprechend, dass Sie mit wenig Gewicht viel bewirken können. Jetzt haben wir ja immer den Unterschied auch zwischen Schallschutz und Raumakustik. Vielleicht können Sie uns den mal erklären. Wenn wir von Schallschutz reden, interessiert uns, wie wir zum Beispiel zwei Räume voneinander trennen können. Ja, dass ich oder auch das Gebäude, den Innenraum vom Außenraum trennen kann, von vorbeifahrenden Autos. Wenn wir uns über Akustik unterhalten, dann geht es eigentlich auch um die Verständlichkeit, dass ich Sie verstehe, wenn Sie mit mir sprechen. Ich will es mal so nennen, das akustische Klima. Ob Sie ein trockenes Klima haben oder ein heiliges Klima. Ist das dann auch so, wenn man sagen kann, ich fühle mich in einem Raum unwohl, weil ich muss so laut sprechen und ich denke immer, wow, was ist hier alles los? Das liegt auch in der Akustik. Man kann es auf den Punkt bringen, wenn Sie viel Echos, einen heiligen Raum haben, dann sinkt die Sprachverständlichkeit. Okay. Ja? Es gibt Bereiche, in denen das gewünscht ist. Wenn Sie Musik machen in der Kirche, da haben wir sehr hallige Räume. Ja. Ja, da wollen wir das, da wollen wir den Chor hören, da wollen wir die Orgel hören. Ja. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte oder ich habe eine Videokonferenz, dann muss ich den verstehen. Dann will ich mich nicht ablenken lassen durch Echos. Ja. Wenn man jetzt oft zu Hause ist, hat man ja auch das Gefühl in manchen Wohnungen, es ist sehr laut. Und dann sagen ja viele, ach, mach einen Vorhang hin, mach ein Bild hin oder stell einen Sessel hin. Hilft das wirklich so viel? Ein Vorhang oder ein normaler Teppich ist jetzt kein klassischer Absorber. Okay. Dem fehlt einfach das Volumen. Mhm. Er wird allerdings nicht so wie eine harte Fläche den Schall auch reflektieren. Also hilft da was. Fliesen oder Parkett zum Hilft Beispiel. Da was, ja. Okay. Es macht einen Unterschied, ob Sie jetzt eine Polstergarnitur haben oder da eine Ledergarnitur stehen haben. Sie haben auch im Vorgespräch gesagt, so ein Bücherregal ist eigentlich was total Tolles. Ja, das sieht toll aus. Sie haben Unterhaltung, können was lesen und es absorbiert noch den Schall. Mhm. Ja, ist tatsächlich funktionabel. Ich meine, optimal wäre, wenn man sie die falsch rum reinstellen würde, aber das macht man ja dann nicht. Ne? Also rücken Sie die Bücher so ein paar Zentimeter von der Wand ab, dann wird es auch was verändern. Alles, was Sie in dem Raum integrieren und tun, das wird Ihre Akustik in dem Raum verändern. Hat der Fachmann jetzt irgendein Grundrezept, wo er sagt, wenn Sie das und das machen, haben Sie eigentlich eine gute Raumakustik? Zum Großteil. Gut, die gute Raumakustik, jetzt müssen wir halt mal sagen, was ist mir jetzt wichtig in dem Moment? Wenn ich mich jetzt mal von dem Klavierspieler und von dem Chor abwende und ich habe jetzt zu Hause, ich möchte meine Frau verstehen, würde vielleicht auch mancher Beziehung helfen. Oder ich möchte verstehen, was der Moderator im Fernsehen von sich gibt. Und dann wird man sich schon irgendwie auf eine geringe Nachhaltzeit konzentrieren wollen. Ja? Die wird man dann unwillkürlich auch selbst feststellen, also dort, wo es einem angenehm ist. Sie haben jetzt gerade das Wort Nachhaltzeit. Ja. Was darf ich jetzt darunter verstehen? Wie schnell kommt das, was ich äußere, auch wieder zurück?
fürs Gehör? Das geht wie oft dieses gesprochene Wort durch den Raum geht. Mhm. Ne? Also das sind tatsächlich Echos und das kann man messen. Wenn man eine Nachhallzeit von 0,5 Sekunden erreicht, das kann ein Bauphysiker zum Beispiel messen, dann haben sie ein sehr trockenes und ein akustisch gutes Ergebnis erreicht. Ne? Wenn Sie Nachhallzeiten in halligen Räumen, haben Sie sehr lange Nachhallzeiten, eine Sekunde, zwei Sekunden, denken Sie einfach mal an den Hauptbahnhof. Ja. Da versteht kein Mensch eine Durchsage. Ja. Das liegt an diesen Nachhallzeiten. Mhm. Wenn ich jetzt die Neubauten sehe, man hat wahnsinnig viel Glas, es sind offene Räume, ist das eigentlich gut? Sieht schön aus, ja. Akustisch problematisch. Okay. Ja. Sie sollten sich dessen bewusst sein, dass das gut aussieht und wenn Sie Wert auf eine Akustik legen, dass Sie dann dort etwas eingreifen müssen. Mhm. Ja. Mit den richtigen Akzenten, den richtigen Positionen können Sie da schon was tun. Sie müssen es nicht hinnehmen, dass es laut ist oder dass es unverständlich ist. Was sind jetzt diese Akzente, die Sie gerade gesagt haben? Na gut, Sie können Absorber einbauen. Die Sofa wären Absorber. Ja. Tragen Sie das Sofa hier raus, merken Sie, haben Sie eine negative oder eine längere Nachhallzeit. Mhm. Sie können tatsächlich auch mit Baustoffen, die Schall absorbieren, arbeiten, mit Flächen an Decken, an Wänden. Mhm. Sie können Schaumstoffe hinter Bildern verstecken, Sie können Schaumstoffabsorber hinter Vorhängen verstecken. Mhm. Das sind kleine oder aber auch wirksame Möglichkeiten. Das muss man dann im Einzelfall auf den Raum auch so beziehen. Ja. Also alles ganz, ganz individuell. Individuell. Ne? Sie müssen sich mit dem Thema auseinandersetzen und vielleicht auch ein offenes Ohr für Ihren Raum haben. Ja. Herr Waldvogel, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch hier im Studio. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, bei uns geht es jetzt weiter mit dem Thema Fußböden. Diese sind jeden Tag einer starken Belastung ausgesetzt, egal ob Staub oder andere Einwirkungen. Wie Sie diese dauerhaft zaubern auf Hochglanz halten, das sehen Sie jetzt. Wasser läuft aus und tropft auf den Holzboden. Zuerst merkt man es nicht und dann wird er sichtbar, der Wasserfleck. Aber was tun? Unser Experte hat die passende wirkungsvolle Hilfe. Ein Reiniger für einen Wasserfleck, Naturseife, gleich verdünnt, draufsprühen, mit dem Lappen drüber gehen, fertig. Es geht noch ein Stück härter. Ein fieser Eddingstrich ziert den teuren Boden. Mit bloßem Rubbeln kommt man nicht weit. Ein Intensivreiniger kommt zum Einsatz, der den Strich verschwinden lässt. Wenn Sie jetzt einen richtig schwarzen Boden haben, wo Sie denken, der Fleck geht nicht mehr weg, auch zum Beispiel Edding und solche Sachen geht mit dem Material weg, dann nehmen Sie den Lappen, auf den Lappen drauf, reiben, ein bisschen stehen lassen, einwirken lassen, dann geht's weg. Bei nicht versiegelten Holzbelägen ist auch eine Ölung wichtig. Sie hat dieselbe Funktion wie eine Handcreme und schließt die Poren des Belags wieder. Auch beim feuchten Wischen hat unser Experte einen Rat. Als erstes den Lappen ins Wischwasser eintauchen, auswringen und den nassen Lappen am Wischmopp anbringen. Und dann? Also zuerst in Faserrichtung kurz einreiben und dann aber in S-Form hervorragend streifenfrei den Boden putzen. So wird der Schmutz nämlich am besten aufgenommen und Ihr Fußboden erstrahlt weiter in vollem Glanz. Unser Experte rät aber, den Fußboden im Privathaushalt nicht mehr als einmal pro Woche zu wischen. Auch wenn wir uns zu Hause pudelwohl fühlen, stehen ab und zu kleine Umbaumaßnahmen oder auch Sanierungen auf dem Programm. Und ab und zu wollen wir auch neue Möbel kaufen. Ein Werkstoff ist dabei ganz besonders auf dem Vormarsch. Er sieht klasse aus, er hält unheimlich gut, ist ganz individuell formbar und ist in fast allen Farben erhältlich. Welcher Werkstoff das ist, das erfahren Sie nach einer kurzen Pause. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Wenn Sie zu Hause mal wieder neue Möbel wollen und vielleicht die Küche oder auch ein Möbelstück ganz individuell planen wollen, dann gibt es einen Werkstoff, auf den Sie unbedingt zurückgreifen sollten. Er lässt sich ganz nach Ihrem Geschmack formen. Es gibt ihn in fast allen Farben und er ist unheimlich beständig. Die Rede ist vom Mineralwerkstoff.
Auf die richtige Temperatur gebracht, lassen sich aus Mineralwerkstoff moderne Wohnungseinrichtungen gestalten. Mineralwerkstoff setzt sich aus Acryl, Aluminiumhydroxid und Farbpigmenten zusammen und wird ähnlich wie Holz verarbeitet. Der Unterschied: durch das Erhitzen des Materials ist Mineralwerkstoff flexibler als Holz und im Aufwand geringer. Durch den Acrylanteil können wir das thermisch verformen, sprich wir können Formteile machen, wo wir nicht aufwendig durch Mehrschichtverleimungen machen müssen. Also bietet da sehr viele Vorteile und man kann einen schönen Schliff drauf machen, gerade bei weißen Platten, das ist ganz homogen verklebt, flächenbündig verkleben, verschleifen und so kriegt man eine ganz homogene Fläche hin. Und die wirkt durch die abgerundeten Kanten modern und stylisch. Wer trotzdem nicht auf Holz verzichten will, Mineralwerkstoff lässt sich einfach mit anderen Materialien kombinieren. Außerdem gibt es mehr als 100 verschiedene Farben und Strukturen. So eine Küche muss exakt geplant sein, in der Kombination mit Holz am besten direkt vom Schreiner. Aber auch Architekten haben die Vorteile von Mineralwerkstoff erkannt. Diese Küche gehört Corinna Hoffmann. Die Architektin hat das Design selbst entworfen und geplant. Umgesetzt hat es Michael Bucher. Clean und außergewöhnlich, so der Anspruch von Corinna Hoffmann. Weil es ein unempfindliches Material ist und weil es vor allem hier in der Umsetzung auf die Optik auch drauf angekommen ist. Wir wollten ein einheitliches Bild erreichen. Das schien uns mit diesem Material einfach am geeignetsten. Gästebad, Garderobe, Durchgang zur Speisekammer und Küche sind hier ein großes Element. Besonders eignet sich Mineralwerkstoff für Küche und Bad, aber auch für die Gastronomie oder Büroräume. Denn das Material ist unempfindlich und pflegeleicht. Es ist hochwasserbeständig, also steht Wasser drauf oder so, passiert gar nichts. Die Fugen haben wir alle verklebt, sodass kein Wasser eindringen kann. Nur der einzigste Nachteil von dem Material, das ist natürlich nicht hitzebeständig, also hochhitzebeständig. Bis 100 Grad ist alles okay. Wenn man einen heißen Topf draufstellt, eine heiße Bratpfanne mit 300 Grad, dann bricht das Material zusammen, sprich das Acryl, da ist ja ein bisschen Kunststoff mit drin und das bricht dann. Schäden können allerdings leicht repariert werden. Die kaputte Stelle wird ausgefräst, ein neues Teil eingesetzt und verklebt. Sichtbar ist das nachher nicht mehr. Die besondere Optik bleibt bei Mineralwerkstoff also lange erhalten. Das nenne ich mal eine ganz individuelle Küche. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen. Ich hoffe mit wertvollen Tipps, auch wie Sie Ihre Böden nach wie vor auf Hochglanz halten können. Wir sehen uns kommende Woche wieder, dann mit diesen Themen. Garten der Zukunft. Mehr Technik, weniger Grün. Wasserspiele und Lichtinstallationen statt Rosenstrauch und Hecke. Und Sommerzeit ist Einbruchzeit. Während viele von uns im Sommer in den wohlverdienten Urlaub reisen, haben Einbrecher Hochsaison. Bei Bauen und Wohnen erfahren Sie, wie Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung mit einer einfachen Nachrüstung optimal schützen können. Bauen und Wohnen ab Montag, 29. August, 20.30 Uhr. Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.